Und wir sprechen jetzt mit Ingrid Bertram in Solingen live. Der Kanzler wird um 12:30 ungefähr erwartet. Was weiß man über den Ablauf? Was wird der Kanzler heute in Solingen machen? Ja, als erstes wird er zusammentreffen mit Oberbürgermeister Tim Kurzbach, gemeinsam mit Innenminister Reul, wie halt auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. Die werden am Rathaus erwartet und dann werden die wohl relativ bald dann hier eintreffen. Hinter mir die evangelische Kirche, wo gestern die Trauerfeier war. Nur wenige Meter weiter ist der Tatort selbst. Im Moment sieht man, dass man mit sehr viel Polizei die Strecke sichert, absperrt. Es wird überall geguckt, dass alles safe ist. Und dann wird man hier zusammentreffen mit einigen Vertretern der Einsatzkräfte, die am Freitag hier auch dabei waren. Man wird der Opfer gedenken und anschließend soll es dann auch ein Pressestatement von Olaf Scholz geben. Und es ist natürlich die Frage, ob er sich vielleicht auch noch politisch positionieren wird. Wie ist die Stimmung aktuell heute Morgen vor diesem Besuch in Solingen? Wir haben das gerade eben in dem Einspieler auch schon gehört. Es hat sich in die Trauer, gerade auch gestern, nachdem dann bekannt war, wer der Täter ist und etwas mehr über die Hintergründe auch rauskam, immer mehr Wut gemischt. Wie erlebt ihr die Stimmung heute Morgen? Ja, es ist natürlich, es sind sehr gemischte Gefühle. Ne? Die Stadt erwacht natürlich erst richtig. Man merkt, dass immer mehr Menschen auch hier wieder hinkommen, um zu den Kerzen zu schauen, zu den Blumen. Es sind viele Bekundungen da. Natürlich sind auch viele Neugierige, die einfach sehen, wie viel hier gerade los ist. Es sind wirklich sehr viele Kamerateams zusammengekommen. Die Aufmerksamkeit ist groß. Es ist wieder ein Schlaglicht auf Solingen. Und da gibt es natürlich die Menschen, die halt dann sehr viel Hoffnung da reinsetzen oder auch es als positives Zeichen setzen, dass jetzt der Bundeskanzler hierher kommt und selbst eben die Aufmerksamkeit hierhin richtet. Das ist für die auch natürlich ein positives Zeichen, auch mit Rückblick auf den Brandanschlag von vor 30 Jahren, wo eben auch eine ganz ähnliche Debatte geführt wurde, die aber ganz anders die Bundesregierung damals unter Helmut Kohl sich positioniert hat, eben nicht an der Trauerfeier Präsenz gezeigt hat. Das hat schon etwas hinterlassen, ein ungutes Gefühl. Und daher ist es jetzt natürlich positiv, dass auch diesmal doch der Bundeskanzler Olaf Scholz dann hier auftreten wird, ein Zeichen setzen wird. Aber trotzdem gab es halt gestern eben auch Demonstrationen von rechts, von rechter Seite von der AfD, wie halt auch von der anderen Seite gegen rechtsextrem. Diese Seite war deutlich stärker. Es ist eine große Anspannung da gewesen, aber letztlich ist es hier eine traumatisierte Stadt. Man muss erst mal verarbeiten, was hier passiert ist. Und nun ist eben erstmal eigentlich der Moment der Besinnung und nicht eigentlich der politischen Debatte hier gefragt. Und das sind die Gefühle, die im Moment in der Stadt liegen. Ja, für die Menschen in Solingen auch keine einfache Situation. Viele Menschen haben es vielleicht selber miterlebt am Freitag, haben Familienangehörige, Freunde, die das erlebt haben. Und jetzt mischt sich da immer mehr die politische Diskussion mit hinein, wo man vielleicht eigentlich noch trauern möchte. Nochmal mit Blick auf heute. Ihr beobachtet das vor Ort. Natürlich, das Polizeiaufgebot ist groß, auch wegen Bundeskanzler Olaf Scholz natürlich. Aber gibt es den Eindruck auch von der Polizei, also hat man auch möglicherweise Sorge, dass es tatsächlich noch zu Ausschreitungen oder Krawallen oder Ähnlichem kommen könnte? Gibt es da konkrete Befürchtungen? Ausschreitung ist schwierig zu sagen. Das liegt im Moment eigentlich völlig offen. Es sind auch wieder Kundgebungen angesagt, aber das ist im Moment wird vor allen Dingen sehr viel Polizeipräsenz gezeigt, dass einfach die Stadt auch weiter gesichert wird. Es gibt natürlich auch in der Bevölkerung die Befürchtung, ist es das jetzt gewesen? Da kommt dann noch mehr hinzu. Natürlich auch die Flüchtlingsunterkunft ist nicht weit von hier. Da ist einfach viel Aufmerksamkeit im Moment gefragt und man muss jetzt erstmal gucken, wie es hier weitergeht, wie sich die Seiten auch positionieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass einfach die Seite der Demonstranten, die sich gegen den Rechtsextremismus wenden, deutlich stärker vertreten als die Seite der Rechtsextremen selbst. Soweit Ingrid Bertram live aus Solingen. Vielen Dank.